Ja, während ihr euch gerade umdreht und versucht dann diese kleine Siedlung zu verlassen, den Bauernhof zu suchen, könnt ihr wohl noch sehen, wie weitere Gegenstände und Artefakte Jalen hinterhergetragen werden. Ein Pferd aus Stein, ein kostbarer Schmuck, ptolemäischer Teppich und einige andere Gegenstände, teilweise sogar eine große Tür. Es hat den Anschein, als wären die Verhandlungen gescheitert. Oder wenigstens vertagt worden. Schau mal, ob Lessern kann abhebt oder so. Ihr bleibt weiter sitzen. Ihr könnt aber lautes Schmatzen hören und dann Kühe, deren Muhn irgendwann abbricht und sie zergehen. Mittagessen. Nun, das sieht nicht aus, als ob die Verhandlungen schlecht liefen. Aber sagt mal, Sie haben erst den Gefangenen gebracht und dann das Gold. Denkt ihr, er will? Naja, das macht keinen Sinn. Ich denke, so gut schmeckt Jala nicht. Wie eine Kuh. Und es ist auch viel weniger an ihm dran. Jetzt noch weniger. Also das ist doch wirklich sehr morbide. Ich frage mich, ja, wozu braucht er ihn hier? Eine Falle scheint so nicht zu sein. Nun, vielleicht ist es eine Art Rache für den schwarzen Drachen? Weil Esan Khan hat keine Gründe. Ich maße mir nicht an, die Beweggründe von Drachen zu verstehen. Glaube trotzdem nicht, dass es Rache ist, aber irgendein Interesse wird er wohl an Yalan haben. Nun gut, wir sollten uns beeilen. Währenddessen wird Yalan wieder im Inneren, unten im Keller, angebunden, angekettet. Und die anderen zahlreichen Artefakte, die eben schon neben dir standen, im Keller neben den Bierfässern und den Zwiebeln aufgereiht. Esst man mich danach alleine? Ja, die wird nach kurzer Zeit noch wieder eine weitere Schale mit Suppe dargereicht, Brot und dieses Mal ist tatsächlich auch ein bisschen Speck drin. Die wird dann meint das wohl gut mit dir. Beziehungsweise der führende Offizier, du hattest ihn wohl am gestrigen Tage kennengelernt, Elgor, Baron von Wickrath. Und der Name sagt dir irgendwas, du weißt nicht mehr genau woher, vor allem sein Gesicht sagt dir irgendwas. Würfel mal Sagen und Legenden. Oder Staatskunst, Ich ich wollte glaube, gerade das sagen, kannst du kann ich besser, stattdessen ne? Staatskunst Ja, mach anbieten? Staatskunst, ohne Erschwernis. So ohne Ableitung. Komm, das ist ein Wissenstalent, oder? Ah, gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. Du hast lange gebraucht, aber nachdem du ihn jetzt das ein oder andere Mal auch neben Xeran wieder entdeckt hattest, wie er da am Lager stand, das ist der ältere Bruder von Alrik vom Blautern und vom Berg. Verdammte Axt. Das schwarze Schaf der Familie. Hier ist er also gelandet. In dieser interessanten, aber leider nutzlosen Information, von dieser interessanten, aber leider nutzlosen Information verabschiede ich mich erstmal wieder. Ja, dann wird versuchen, also wird sich irgendwie etwas bequem machen, so wie es deine Ketten erlauben. Dann ist ja gerade Mittag durch das kleine Kellerfensterchen blickend, sich bemühen, zu Preis zu beten. Also auch im Sinne von so einem Meditationsritual. Ich würfel das erst gar nicht, wir tun mal so, als würde das nicht hinhauen, ja. Ja, du versuchst die Sonne zu erblicken. Du siehst zwar das Licht, aber die Sonne eben nicht, weil das Kellerfenster ziemlich klein ist. Die Sonne ist schon weitergezogen. Und zusammen mit der Palisade und der hohen Burg ist es einfach schlecht gelegen, sodass du nicht in Dunkelheit sitzt, aber im Zwielicht. Zwischen Bios, dem Licht. hast du mich verlassen? Oder warum bin ich hier? Warum bist du nicht hier? Dann wird er eine Weile mit seiner Situation hadern und schließlich zu dem Schluss kommen, dass keine Antwort fortkömmlich sein wird. Währenddessen kannst du deine Suppe löffeln, das Bier trinken, was dir gereicht worden ist, einfach weil der Hunger brennt. Schon seit den letzten Tagen immer wieder dieser Löffel aus Holz in deiner Hand, mit dem du ein bisschen rumspielst.
Ich werde kurz darüber nachdenken, ob er den nicht irgendwie anspitzen kann. Aber in der Mangelung in der zweiten Hand. Dann denke ich mir, ja gut. Wenn sonst nichts los ist, wer sich selbst hilft, dem versuche zu üben, halt einhändig irgendwie mein eigenes Schloss aufzumachen mit dem Schlüssel, den ich auch noch habe. Und immer, wenn die Tür oben aufgeht, das Ding schnell verstecken. Ja, okay. Würfel mal eine Schlösser. Was ist das? Schlösserknacken? Schlösserknacken habe ich. Ich habe es nicht eingetragen. Sag mir kurz jemand die Attribute. Ich habe 3W20. Ja. Das ist vermutlich nicht gelungen. Aber wie gesagt, ich übe ja auch nur. Ja. Ich könnte das shippen, aber. Ja, du übst ein bisschen, aber na, die Fingerfertigkeit fehlt dir noch. Also linkshändig kämpfen ist die eine Sache, aber linkshändig Schlösser öffnen, jetzt wo dir dein guter Arm fehlt. Du hast dich schon, als deine Hand vergeudet wurde von Albuin und Victus, hast du dich schon so ein bisschen damit angefreundet, alles auf links zu drehen, aber es mag nicht klappen. Vielleicht ist es der falsche Schlüssel, den du geklaut hast. Oder deine Hände zittern einfach zu sehr, aber während du blickst immer zu den Artefakten, was will der Drache damit? Steinernes Pferd, es ist wunderschön gearbeitet. Und diese komische silberne Tür mit dem schwarzen Holz im Rahmen, die hier mitten im Raum steht, ob man sich das einsetzen will, klar, sie ist eine Doppeltür und mit einigen Ornamenten und Versen versehen, aus einer alten Schrift wohl, aber das will man sich doch nirgendwo hinstellen. Mir klingeln da schon die Heldensinne, aber ich werde garantiert nicht versuchen, sie zu öffnen. Ja, jetzt wo du nur noch einen Arm hast, wäre es sehr schade, wenn man den auch noch verliert oder wenn dieser schwarz wird. Oh je, ich erinnere mich gar nicht dran. Ja, wenn jetzt nur Zulamin und Isarun hier wären, aber die sind irgendwo in Mendena. Zulamin und Isarun auf Abelmir, warte ich. Abelmir. Auch der ist in Mendena. Wahrscheinlich irgendwo an der Arena ein paar Sachen, die er verwettet. Vielleicht haben sie noch gar nicht mitbekommen, dass du... Ah, doch, natürlich, sie sind Helden. Sie haben mitbekommen, dass du mitgenommen worden bist. Aber wenn sie einen Einbruch planen in das Gefängnis, dann werden sie dort nur Adrexici anfinden. Ich würde sagen, dass ich in sie genauso viel Vertrauen habe wie in Bryos, aber es ist gerade nicht der Moment. Vor allem schuldest du ja Abel mir noch was. Er hat dich aus dem Gefängnis geholt, jetzt noch ein zweites Mal. Eigentlich müsstest du ihn mal rausboxen. Ich? Und so haderst du mit dir selber. Währenddessen können Boltax und Rafim einen lauten Singsang hören, einen traurigen Gesang wohl einer Elfe. Traurig und einsam mit der Ferne des Volkes, was wohl davon klingt. Aber es ist friedlich und ehrlich, auch wenn ihr nicht wirklich viel verstehen könnt. Es ist zweistimmig, stellenweise bedrückend disharmonisch. Bis ihr dann in eines der großen Zelte geführt werdet, am Rande, was wohl als einziges rot ist und mit einem großen Banner versehen ist. Yasina führt euch vor ihn, den Fürst Komtur von eigenen Gnaden, den Reichsverräter und den Heerführer Borberatz, Helme Hafax. Er steht dort, wie ihr ihn vor 2 Jahren bereits erblickt hattet, in seine dunkle Rüstung gekleidet, mit einem Streitkolben hinter sich und einem großen Schwert, was von Borberatz geschmiedet wurde, oder den Zwergen, wie er euch dort mustert. Aus roten, feurig roten Augen, aber er euch höflich zunickt. Ich erwidere die Geste, nicke ihm zu, schaue erstmal etwas länger nach unten, bevor ich meinen Kopf dann wieder hebe. Mein Sohn Kor grüßt euch. Und Helma Hafax freut sich, dass ihr hier seid und um Hilfe bittet. Rafim, von Kor erwählt. Was führt euch hierher? Naja, ich würde ja gerne euch einen Lügner strafen, aber das wäre gelogen. Wir brauchen eure Hilfe, um den Serana loszuwerden. Ihn und sein ganzes goldenes Pack. Ich meine, die kleine Kröte zerdrücke ich, aber seine 50 Legionäre sind ein Problem. Wie auch für mich. Ja, aber ich hab gehört, Melina geht's noch gut, das ist ja schon mal beruhigend. Schön, dass man sich auf euer Wort verlassen kann. Das konnte man sich immer.
Ja. Ja, also, was wollt ihr, damit wir euch helfen? Ihr wollt was? Ich führe die Bluttempler von Hemando in den Krieg. Gegen die Legionäre von Jagmonit. Gegen die Amazonen. Und gegen den goldenen Drachen. Drache. Moment. Er ist da. Er nickt. Leskenkan ist erschienen. Ihr konntet zwar vor 2 Jahren den Schwarzen töten, doch den Goldenen habt ihr entkommen lassen. Naja, Berge sind geduldig, aber jetzt haben wir ja eine neue Chance, den Goldenen, einen Kopf kürzer zu machen. Er schüttelt mit dem Kopf. Echt? Nein. Die Rolle von Leskenkan ist eine andere. Ich würde ihn nur zu gerne tot sehen. Ein anderes Mal, zu einer anderen Zeit. Nun, da ihr bisher immer euer Wort gehalten habt, ein anderes Mal, zu einer anderen Zeit. Er nickt. Yasina wird uns auch dabei helfen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Der Kopf von Xeran wird rollen, mit eurer Hilfe. Schneller als gedacht. Die Legionäre sind ein Problem. Aber die Amazonen, ein kalkuliertes Risiko, was wir sehr schnell drehen können. Wir sollen sie entfesseln? Ja. Verstehe. Die Töchter der Rache tötet die Königin von ihnen. Und eine neue wird nachwachsen. Ja, das Ganze wird sich vermutlich nicht so einfach erledigen lassen, richtig? Wisst ihr, wo sie ist? Sie ist auf der anderen Seite. Das Problem ist, dass nur Frauen vorgelassen werden. Ihr scheidet da so aus. Also ich kenne da 2 Damen. Die machen die Alte schon nieder. Er nickt. Ich auch. Aber jetzt, wo wir schon hier sind und Xerans Untergang nur noch eine Frage von Formalien ist, was kostet es uns, wenn ihr Ilsur leben lasst? Ihr bekommt Ilsur, ich Mendena. Das klingt eigentlich ganz fair. Und die Adanfana Gasse darf weiter existieren. Oder man darf in Frieden abziehen, wie auch immer es euch beliebt. Er lächelt, nickt. Die Adanfana sind in diplomatischer Mission unterwegs. Ich werde Diplomaten nicht angreifen. Ja, wunderbar. Was wird mit dem Goldenen Haus geschehen? Wir werden versuchen, es niederzureißen. Eine Pforte der Dunkelheit, die in die Siebtsphäres führt. Wir können mit ihr nichts anfangen. Wir waren im Inneren, es befinden sich unfassbare Schätze. Einige Dämonen und... Ich denke, es sind Trollzirker, scheinen magisch begabt zu sein. Dürften sich selbst durch eure Bluttempler schneiden wie durch Butter. Aber ich glaube nicht viele, vielleicht einige. Jeder Krieg kostet seine Seelen. Ja, wie viele von euren Bluttemplern da fallen, da bin ich sehr entspannt. Er nickt. Er sieht auch so aus, als wäre ihm das Leben der Bluttempler nicht so wichtig. Also nicht, als würde er um sie trauern. Oder wenn sie sterben sollten, dann ist es verkraftbar für ihn. Falls ihr wieder erwartend beim Niederreißen des Goldenen Hauses auf Juwelen zwergischen Schliffes trefft, es wäre sehr freundlich und eine nette Geste, wenn ihr sie zurückgeben würdet. Das sind vermutlich Beutestücke aus Lorgrolosch. Und es würde dem Volk der Brillanzwerge sicherlich viel bedeuten. Ich bin nicht interessiert an zwergischen Edelsteinen, sondern viel eher auf der Suche nach Karfunkeln. Karfunkel sind mächtig. Ja, ich weiß nicht, ob welche da sind, aber wenn ihr welche sucht, würde ich da anfangen. Denke auch. Oder ihr schneidet dem Goldenen seinen raus. Später.
Ich brauche einen anderen. Aber auch dazu später mehr. Naja. Naja, was ist das Zeichen für euch? Oder wird man sich bei den Amazonen bei euch melden, sobald die Königin tot ist? Sendet schwarzes Licht über den Fluss. Ja, das kriegen wir hin. Ich glaube, das muss Abel mir machen. Ja, mit Schwarz hat das. Mhm. Und liebe Grüße von Ratteralsan. Ja. Der Admiral. Er nickt. Grüße zurück. Richtig aus. Wie sieht es denn nun mit Beilung aus? In der letzten Verhandlung wolltet ihr nichts garantieren. Karinor. Jetzt steht ihr ganz in der Nähe, möchte ich fast behaupten. Wisst ihr etwas über den Verbleib von Karinor? Nein. Dauerlich. Ich kann für Beilung nicht garantieren, wie ich es beim letzten Mal nicht konnte. Aber ich werde die Kaiserin warnen, wenn es soweit ist. Ich werde ihr ein Ultimatum stellen. Ich kümmere mich erst um Tobrien, dann um Gareth. Ich darf euch gratulieren, Rafim, dass ihr vom Karfunkelherzigen erwählt wurdet. Ihr seid gewachsen. Natürlich bin ich gewachsen. Obwohl Kor natürlich auch seine kleinen Kämpfer schätzt. Aber wem sage ich das? Er stand mir bei, in endlosen Träumen von Schlacht, Tod und Schmerz, Stahl an Stahl, Schulter an Schulter, Schwertarm für Schwertarm. Oh, ich würde euch ja so gern glauben, aber dieser Splitter, der sich da hinter euch befindet, macht das schwer. Er nickt. Tut mir einen Gefallen und paktiert nicht mit den Erzdämonen. Nein, keine Sorge, Abel, mir würde mich vorher niederstrecken. Ich habe eine Bitte an euch. Es wird der Tag kommen, da werdet auch ihr fallen. Und wenn ihr wisst, dass dieser Tag kommt, weil ihr seid intelligent genug zu wissen, dass ihr wisst es vorher, dass er kommen wird, sorgt dafür, dass Melina nicht hier ist. Weil die anderen Verrückten hier haben nicht eure Selbstbeherrschung. Ich weiß. Das ist nur eine Bitte. Ich werde ungern ihre Seele erst euch übergeben und dann, weil ihr fallt, irgendein Paktierer. Ihre Rolle ist so sehr viel größer. Wie sieht das denn mit der Königin aus? Muss sie gedemütigt werden durch ein Duell oder reicht ein Mengbilla durch den Hals in der Nacht? Schlag dir den Kopf ab. Wie ist egal? Er nickt. Ich kenne da die Richtigen. Ja, ich denke, wir denken an die Gleichen. Und es freut mich, dass Sina noch eine wichtige Rolle zu spielen hat. Und dass bald ein Drache sterben wird. Gute Nachrichten, wahrlich gute Nachrichten heute. Damit reicht er euch seine Hand. Ja, Rafim nimmt seine Hand. Brennt die in meine Hand. Ja, Boltax, nimmst du seine Hand auch? Natürlich. Mhm. Dann könnt ihr im Heerlager bleiben, euch das Ganze noch ansehen oder wieder direkt übersetzen, wenn ihr die Strecke gegangen seid, an den Sapen und den Parallelen vorbei, die hier gegraben worden sind, vor allem um den Ansturm über die Brücke zu verhindern. Könnt aber auch dann euch noch etwas umsehen, wenn ihr mögt, die Bluttempler betrachten von der Mandu, die auf alle Fälle wohl Paktieren sehr viel näher kommt als das, was Helm Harfax hier euch gezeigt hat. Ja, ich würde mich auf jeden Fall mal umgucken, weil wann hat man schon die Chance? Ja, du kannst auch in der unmittelbaren Umgebung seines Heerlagers jemanden erkennen, der wohl
eine Gruppe, die hier nicht ganz reinzupassen scheint. Einen kleinen Gräum, der neben einer riesigen Kriegsmaschinerie steht, aus Metall und Spornen und Splittern und Stacheln. Ein Golemit, würdest du sagen, ein Erzgolemit oder eine Chimäre. Und der Gräum passt da wohl gar nicht dazu, aber gehört in diese Gruppe. Dann den Admiral, der da wohl ebenso nebensteht und der euch ebenso sehr höflich dann nach Zorgern begleitet hatte, die dann hier eben zusammenstehen und die Gruppe bilden. Das Titanium-Korb. Lass uns bei denen doch mal schauen. Voltox, pass auf, dass du nicht zu viele neue Freunde findest. Es wird der Tag kommen. Da stehen die auf der anderen Seite. Ja, das ist mir doch bewusst, aber ich möchte sie mir wenigstens einmal anschauen, dass ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Deine Freunde kennen und so. Ne? Ich sag das nur, weil du immer sehr schnell Freunde findest. Weil du so eine nette Seele hast. Ja, das ist richtig. Aber siehst du, deswegen müssen wir jetzt vorsichtig sein. Nicht, dass hier am Ende ganz viele neue Freunde gefunden werden. Aber ich finde doch keinen Gräum als Freund. Also ich bitte dich, die sind doch gar nicht nett. Rafim, du kannst wohl neben der Gruppe erkennen, wohl ein weiterer Magier, der dort steht. Ist das ein Sklave, ein Mohaha, der dort mit einem eben schwarzen Holzstab steht. Aber noch viel interessanter, eine Trollzackerin, 2 Schritt groß. Habe ich über die schon mal irgendwas gehört, über diese Einsatztruppe von ihm? Also Jalan sprach mal, wenn er betrunken war, an irgendwelchen Lagerfeuern davon, dass er Teile eines Korps besiegt hatte. Gerade dann auch, wenn er von so etwas wie Golemiden spricht. Damals war er wohl aus Holz und zerstörte dann den Schädel eines Rondra-Geweihten. Aber das hier scheint wohl noch eine Nummer größer zu sein. Sie sehen sehr viel professioneller aus. Ja, Voltax, wenn du unbedingt mit ihnen reden willst. Komm ich mit. Den einen haben wir ja schon kennengelernt, nicht wahr? Voltax, ich kann mir nicht mal die Namen von diesen ganzen Grafen merken. Du glaubst doch nicht, dass ich weiß, wen ich alles kennengelernt habe. Aber wenn du etwas älter bist, dann... Ach nein, das ist bei Menschen ja nicht so. Die vergessen ihre Sachen mit dem Alter. Na gut. Ich will nur einmal nachfragen. Ja, nur schön freundlich bleiben, Voltax, ne? Wir wollen hier keinen Streit anfangen. Ja, ich bin immer freundlich, außer der Gräum beleidigt mich. Ja, dann kann deswegen sage ich das vorher. Nichts garantieren, aber vielleicht ist er ja die Ausnahme von der Regel. Ich habe zwar noch nie einen netten Gräum kennengelernt, aber naja. Ja, während genau. Du auf sie zugehst, fährst du dir noch mal ein bisschen an deine Haare, die in letzter Zeit ausgefallen sind oder so wirken, als würden sie ausfallen, und auch an deine schmale Hüfte. Du hast den Gürtel jetzt vor ein paar Tagen noch 2 Stufen enger gestellt, warum auch immer du abgenommen hast. Normalerweise ist das was Gutes. Während du auf sie zugehst, kommt wohl die Trollzackerin auf euch zu und begutachtet eure Tätowierung, eure Rangabzeichen der eigenen Trollzackerstamme. Furcht und Angst unter den Blutlosen aus dem Flachland. Furcht und Angst unter den Blutlosen unter dem Flachland. Ja. Ihr seid König. Trollzacker. Naja, ich hab den König besiegt. Jetzt bin ich der König. Ein König. Sie guckt kurz auf das Zeichen. Du hast Trak getötet. Ja. Die Götter wollten ihn noch weiter schreiten sehen. Tot ist er nicht, aber er war besiegt. Ziemlich blutig. Du hast ihn nicht getötet? Naja, ich hab's probiert, aber sein Schamane, besser gesagt mein Schamane, hat ihn geheilt. Und ich brauchte seine Axt. Sie nickt. Du kannst aber sehen, wie wohl ihr Kopf ist. Komplett geschoren und unglaublich vernarbt. Sie trägt so einen roten Metallschmuck drauf. Sieht fast aus wie so eine Krone. Es ist nicht eher so eine, eine Dornenkrone, würdest du sagen, die ihren Kopf weiter vernarbt. Und wie heißt du? Ich bin Gwang. Gwang? Gwang, ja. Und das ist ein Schritt groß.
Ich komme aus Mendenasch. Mendenasch. Mhm. Ah. Wollt ihr was kaufen? Ich will, ja, was hast du? Ich würde ihm auf Grolmisch antworten, dass wir leider etwas knapp bei Kasse sind. Ja. Ihr kommt gerade von Hafax, ja? Gewissermaßen. Er stiefelt so ein bisschen an dir herum und während du ihn betrachtest, du siehst wohl, seine Stiefel sind spezial angefertigt und wenn er um dich herum geht, kannst du sehen, dass an seinem Gürtel ein falscher Bart klebt, den er sich, naja, ankleben könnte. Damit würde er aussehen wie ein Brillanzwerk. Unglaublich gefährlich. Auch seine Haut, er ist so ein bisschen runzlig, aber seine Haut ist hellrosafarben und das lässt ihn besonders bösartig aussehen, gerade weil er sich damit eben auch von anderen Krollen so ein bisschen abhebt und sehr, sehr schnell sich gut als Zwerg ausgeben könnte. Ihr seid wohl ein richtiger Meister der Verkleidung, nicht wahr? Nicht nur. Brillanter Dieb, Betrüger, Meuchler, Zauberer, alles. Kann das auch so ein. Wollt ihr bei uns mitmachen? Eher nicht. Wir sind die dunklen Helden. Ihr seid die dunklen Helden. Gibt es von euch Sammelkarten? Nein. Oh. Aber ich habe welche von euch unterschrieben. Ah. Okay, die Unterschrift ist gefälscht, aber das macht sie trotzdem wertvoll. Das ist richtig. Also, besonders die Goldrandkarte von Jana. Die habe ich auch. Ist aber in Mendena. Naja. Da liegt sie gut. Ansonsten, naja. Naja, wie gesagt, wir sind die dunklen Helden. Das Eternium-Korb. Wir wurden geformt, um euch zu besiegen. Wie lebt es sich denn so, schlank? Gut. Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. So, ja, hallo. Musterte dich so ein bisschen. Warst du im Goldenen Haus? Ja. Sieht man. Ja, woran denn? Naja, dir scheint Teile deiner Seele zu fehlen. Was? Nein, das kann gar nicht sein. Voltox. Der redet nur. Meine Seele kann mir gar nicht fehlen, weil sie... Naja, ich habe sie doch schon längst in den Dienst des grauen Mannes gestellt. Ich hoffe, du hast sie wertvoll verkauft, denn jetzt ist sie weg. Aber meine Seele kann gar nicht weg sein. Grauer Mann passt darauf auf. Meine Seele gehört den Elementen. Man kann auch keinen Dämon dran reißen. Als ob. Naja, wenn du das sagst, Boltox. Ja, ja, ich bin mir da sicher. Herr Grolm, es war eine Erfahrung, sie kennenzulernen. Ja. Es ist schön, dass wir auf der gleichen Seite stehen. Bringen Sie so viele von den Zeraniern um, wie Sie können. Das sind Arschlöcher. Grafim, ja. Dein Blick wandert wohl vor allem zu der kleinen, nur 1,60 großen Gestalt des Mohahas, der dort steht als Magier und du kannst wohl erkennen, wie er sich wohl Xanthim-Zähne eingesetzt hat. Oder aber sie sind ihm gewachsen. Zumindest ist dieser Magier ist einfach so sehr viel dunkler als alles, was du kennst. Und selbst ein Abelmir würde wohl gegen ihn nicht bestehen, würdest du vermuten.